Hallo, ich bin Carsten in Düsseldorf und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Mal. Ja, was habe ich vor? Also, meine nächste Radreise steht an und ist Ende August. Und am letzten Augustwochenende findet ja immer das Treffen in Schotten statt. Und genau da will ich hin. Ja, der grobe Plan ist zumindest erstmal bis Mainz am Rhein entlang. Dann ein Stück Main und dann geht's nach Schotten hoch die Nidda. Also, ich würde sagen, mach mich mal auf die Socken und ihr bleibt gerne dran und kommt mit. Ja, die Deichpflegerkolonne ist auch im Einsatz. Ich denke mal, ihr könnt es auch hören, ist recht windig heute. Naja. Wenn der Wind die Wolken wegbläst, bin ich zufrieden. Ja, jetzt gibt es gerade nicht viel zu sehen. Geht ja noch ein Wasserwerk vorbei. Ja, im Groben nach Schotten gibt es zwei Routen oder zwei sinnvolle Routen vom Ruhrgebiet aus. Ist entweder durch Sauerland oder halt hier den Rhein runter. Ich habe mich für den Rhein entschieden. Ich bin ja vor kurzem den Ruhrtalradweg gefahren. Und na, ich weiß, wie es da nach Winterberg gleich aufgeht. Und deswegen habe ich gedacht, nee. Aber vielleicht mache ich es nächstes Jahr, wenn ich nächstes Jahr nochmal mit dem Rad nach Schotten fahren sollte. Weiß ich nicht. Ja, am Rhein entlang ist es natürlich von den Höhenmeter her wesentlich entspannter. Man fährt zwar flussaufwärts, aber das merkt man kaum. Dafür merkt man hier den Gegenwind. Ein Schild hat es mir verraten. Wir sind jetzt aus Düsseldorfer Gebiet raus. Und jetzt Monheim. Ich glaube, da muss ich mit der Fähre über den Rhein, wenn ich mich nicht irre. Ja, da kommt sie angeschippert, die Fähre. Die Fähre hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber stört mich nicht weiter, ich habe ja Urlaub. Ja, hier in Dormagen komme ich am Hafen von Bayer vorbei. Und da hinten stand gerade ein Schild, Köln noch 22 Kilometer. Und durch Köln will ich dann heute noch durch. Also ich habe jetzt noch 30 zu fahren bis zu meinem Campingplatz. Ja, Worringen und damit die ersten Ausläufer Kölns, mein Gott, sind gerade erreicht. Also ich habe noch 28 Kilometer auf der Uhr. Mal schauen wir mal. Ja, bei Bayer war ich ja schon heute. Und jetzt bin ich bei Ford. Ja, so langsam nähern wir uns der Innenstadt von Köln. Ja, und da kommt der Dom in Sicht.
Guten Morgen. Ich bin schon wieder unterwegs, aber ich muss mich auch bei euch entschuldigen, weil ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Als ich gestern in Köln ankam, ja, Sonntagnachmittag in Köln am Rhein, vergesst es. Also so viele Leute, da fragt man sich, Abstandsregeln und so weiter, wie soll ich sie einhalten? Hast gar keine Chance. Ja. Und dann auf dem Campingplatz. Ja, erstmal war ich ziemlich genervt, als ich da war. Halt aufgrund der Menge der Leute. Also ich musste absteigen und schieben teilweise. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass der Rheinradweg, ja, direkt über die Uferpromenade geht. Hätte ich besser gewusst, hätte ich die andere Rheinseite gewählt, aber naja. Ja, der Campingplatz, wo ich war, Campingplatz Berger, der ist ganz okay. Ist zwar nicht ganz so klein, der Platz, aber war im Großen und Ganzen doch recht ruhig. Und ist ja das Wichtigste. Okay, morgens ab 6 hört man dann doch die eine oder andere Maschine starten vom Flugplatz Köln-Bonn, obwohl er ja doch noch einiges weg ist, aber jetzt auch nicht die Masse. Aber da ich ja eh meistens irgendwie zwischen 6 und 7 aufstehe, war das dann okay. Ja. Bisschen blöd ist auch an dem Campingplatz, dass du da so ein Zeltnummernschild kriegst. Gibt es ja mittlerweile an einigen Plätzen, weil sich da scheinbar auch welche versuchen einzuschmuggeln und einfach ihr Zelt hinstellen. So nach dem Motto, ja, merkt ja sowieso keiner. Und das Nummernschild, das kannst du ja dann erst zu den Bürozeiten abgeben und von daher bin ich dann auch erst um 8 Uhr losgekommen. Aber ja, die halbe Stunde macht den Kohl jetzt nicht fett. Ja, Tagesetappenziel heute habe ich Koblenz angepeilt. Einmal schlafen am Deutschen Eck. Ankunftszeit laut Navi. Es ging 14 Uhr. Also mit Pausen dazwischen, zwischen 15 und 16 Uhr, schätze ich mal. Jetzt sind es noch 88 Kilometer. So, ich bin jetzt in Wesseling. Eigentlich wollte ich bis hier auf der anderen Rheinseite fahren, weil ihr seht da das Industriegebiet, da muss ich dann jetzt durch. Auf der anderen Seite wäre keine Industrie gewesen, wäre natürlich wesentlich schöner gewesen. Nun gut, hat irgendwie nicht funktioniert, dass ich darüber kam, aber es war gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich habe es einfach als Abwechslung gesehen. So, jetzt geht's hier erstmal Richtung Bonn, grobe Richtung. Ja, mit dieser Fähre wäre ich sonst hier angekommen, mit der Rheinschwan-Fähre Wessling-Lülsdorf. Hatte ich gestern Abend extra noch geguckt, ob die auch fährt. Hätte ich mir sparen können. Ja, ich glaube, Köln liegt jetzt so langsam hinter mir. Müssten jetzt hier so die letzten Ausläufer sein. Und somit habe ich auch das Niederrheingebiet mit den ganzen Industrien hinter mir. Und dann denke ich mal, dass jetzt so ab Bonn die Gegend ein bisschen schöner wird. Ich freue mich drauf. Ja, da vorne kommt wieder so eine typische Stelle mit lauter Wurzeln. Jetzt werdet ihr einmal schön durchgeschüttelt. Aber die war sogar noch ganz okay. Ja, so langsam
ist es hier wirklich schöner zu fahren. Und man merkt auch, dass Montag ist, ist nicht mehr ganz so viel los wie gestern. Also es war Wahnsinn. Bis Bonn noch 11 Kilometer. Und ich habe richtig Spaß. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, Bonn Zentrum, sind keine 5 Kilometer mehr. Da vorne gibt es ein Containerterminal. Fahre ich jetzt direkt drauf zu. Beziehungsweise werde gleich den Rhein ein kleines Stück verlassen, so wie ich das in Erinnerung habe. Mittlerweile sind wir in Bonn und da im Hintergrund kann man dann auch schon die ersten Berge des Mittelrheintals sehen. Und der nächste Ort, Bad Godesberg. Fahre ich aber auch nicht rein, sondern ich bleibe noch rein. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, liegt da oben die Drachenburg und dahinter, ein Stückchen weiter oben, der Drachenfels. Und dann müsste das da unten schon Königswinter sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, hier kann man das, glaube ich, von der Kamera besser sehen. Königswinter mit Schloss Drachenburg und, nee, Drachenfels doch. Drachenburg und Drachenfels. Und da gibt es noch ein kleines Schlösschen, weiß ich jetzt aber nicht, wie das heißt. Da oben noch was Großes. Aber so gut kenne ich mich dann hier auch nicht aus. Muss ich einfach gestehen. Ja, da stand gerade ein Schild. Herzlich willkommen in Rheinland-Pfalz. Die erste Landesgrenze überschritten. Tatsächlich jetzt gerade mal ein YouTuber auf freier Wildbahn erwischt. Markus Bernsheim. Schöne Grüße, wenn du siehst. Ja, in Remhagen habe ich mir ein kleines Eis und einen großen Kaffee gegönnt. Und da drüben seht ihr die Reste der Remhagener Brücke. Und einiges darüber die Erpelerlei, die der Sacki so berühmt gemacht hat. Ja, ich werde dann mal sehen, dass ich weiter flussaufwärts komme. Ne? Ja, von hier hat man noch mal ein bisschen besseren Blick . Das hat sich in der Zwischenzeit ganz schön zugezogen. Hätte ja eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Sonne. Naja, wir sind nicht bei Windstimmers. Ja, irgendwie scheine ich das schlechte Wetter vor mir herzuschieben. Weil die mir entgegenkommen, die haben alle Regenzeug an. Und die Straße ist auch nass. Okay, jetzt hier gerade nicht, weil hier ziemlich viele Bäume stehen. Ja, und hinter mir ist es auch heller. Jetzt darf ich nur nicht zu schnell fahren, sonst komme ich in den Regen. Bad Breisig kommt in Sicht. Ja, okay, sehen tue ich noch nichts. Willkommen in Namedy. Hier war ich auch noch nie. Ja, jetzt sind wir hier bei Leutesdorf und so langsam fangen dann auch die Weinberge an. Zumindest hier der erste, den ich bewusst gesehen habe. Andernach ist erreicht.
Jetzt sind es noch so circa 20 Kilometer, schätze ich mal, bis Koblenz. So, langsam kommt Koblenz in Sicht. Noch circa 6 Kilometer bis zu meinem Campingplatz am Deutschen Eck. Und ja, man merkt, dass wieder eine größere Stadt kommt, ist wieder mehr auf dem Radweg unterwegs. Aber alles noch im Rahmen, also meilenweit von den Menschenmassen von gestern entfernt. Also alles gut. Aber ja, hier ist der Radweg echt ganz schön ungepflegt.